Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die XX-Box von Emil Bulls. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. XX bzw. 20 von Emil Bulls, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist ein Best-of-Album, mehr oder weniger. Es ist ein Album anlässlich des 20-jährigen Bandbestehens zum Bandjubiläum. Deswegen auch der Albumtitel. X ist ja im Römischen die Ziffer 10. Und nachdem wir hier zwei X haben, somit 2x10, also 20. 2016 zum 20-jährigen Bandbestehen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Die Box ist auf 500 Stück limitiert und wir schauen auch gleich mal, was sich darin befindet. Erst einmal hier aufmachen, also die Folie entfernen. Gar nicht so einfach, die hängt hier ziemlich fest. Eventuell schneiden wir hier oben nochmal kurz irgendwie ein, dann tun wir uns wahrscheinlich leichter. Ja, jetzt geht es deutlich besser. Gut, das ist die Box. Also wir lesen hier oben einmal den Namen der Band, Emil Bulls. Dann darunter den Albumtitel, die beiden X. Und ansonsten haben wir hier eine sehr karge, eine triste Landschaft, so eine Felsenwand und auch noch verschneit. Also ziemlich heftiges Cover hier. Also schöne Landschaft, aber auch irgendwie ziemlich... ja, lebensfeindlich, wenn ich mir das so anschaue. Dann haben wir hier einen Barcode und hier lesen wir auch noch XX Box Set Limited to 500 Units. Also, wie gesagt, auf 500 Stück limitiert. Ansonsten wirklich rundum hier in weiß gehalten. Auf der Unterseite ebenso. Und nachdem es hier sonst nicht viel zu sehen gibt, würde ich sagen, schauen wir direkt mal rein. Die Box ist aus einem recht dünnen Karton, also so eine, ja, mehr oder weniger Pappbox. Lässt sich hier aufklappen. Der Boxdeckel ist somit nicht abnehmbar, sondern wirklich nur zum Aufklappen. Und hier haben wir dann als allererstes mal eine riesengroße Autogrammkarte. Hier haben wir die fünf Herrschaften der Band mit Unterschrift. Dann haben wir hier eine Wanduhr. Dazu kommen wir dann noch. Das Album auf Vinyl. Also im Gatefold, Doppelvinyl. Das Album als CD-Variante, also im Digipack. Und dann haben wir hier noch ein Zertifikat mit dabei. Gut, soviel zum Inhalt. Wir werden das Ganze mal hier zumachen. Hier sieht man auch, wie dünn die Wände sind. So, Box packen wir zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Die beiden holen wir natürlich auch direkt mal aus der Folie. Beziehungsweise das lesen wir hier noch. Emil Bulls XX 20th Anniversary Edition. Best Songs from the Past Years Rearranged. Jawohl. So. Und auch die Vinyl müssen wir aus der Folie holen. So. Weiter geht das muntere Auspacken hier. Folien über Folien. Einmal. Und wo haben wir es? Zweimal. Na, aber jetzt. Gut, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. In diesem Fall mit dem Album hier auf CD. So sieht das aus. Das Cover wie auch schon auf der Box. Die beiden X, die sind hier entsprechend geprägt. Das spürt man. Und auch hier in so einer silbernen Hochglanzoptik. Emil Bulls. Dann auf der Seite ebenso beschriftet. Erschienen ist das Ganze über AFM Records. Dann haben wir noch die Katalognummer. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier zwei CDs. Beide CDs beinhalten hier diese 14 Tracks
Plus, wir haben hier auf CD1 noch einen Bonustrack, Nummer 15, All For You. Und die CD1 nennt sich Candlelight. Bedeutet, die Tracks, die wir hier haben, das sind alte, bekannte Tracks von Emil Bulls, aber in etwas anderem Gewand. Also die sind hier in einer Candlelight-Version, also mehr oder weniger unplugged, Akustik. Und CD2, Hellfire, das ist dann mit ja, etwas mehr Wumms, mit etwas mehr Krach. Und das ist dann die reguläre Version, so wie man sie kennt aus der Vergangenheit. Gut, Beteiligte, Barcode, ich würde sagen, wir schauen rein. Lässt sich hier aufklappen, das Digipack. Hier entsteht dann so ein schönes Panoramabild. Und hier haben wir die beiden CDs. Als erstes gehen wir aber hier in die Tasche zum Booklet. Einmal, zweimal. So, zusätzlich zum Booklet hier auch noch ein Flyer mit dabei. Das haben wir häufiger bei AFM Records. Ja, das sind einfach andere Releases von AFM, die uns hier beworben werden. Ich sehe gerade das hier zum Beispiel, King of Kings oder auch hier Aggressor, habe ich euch ja schon vorgestellt, die Boxen jeweils. Hier noch andere Artists, andere Releases, okay. So, das Booklet fühlt sich recht dick an. Foto, das ist glaube ich auch das Foto, was wir auf der Autogrammkarte hatten. Hier geht's dann los. Jeder Track ist hier abgedruckt mit Lyrics. Sehr schön. Und diese heftigen Landschaften ziehen sich auch hier durchs Booklet. Also man kann hier wunderbar dann mitlesen, mitsingen. Und jeder einzelne Track hat hier eine eigene Seite. So sieht das aus. Also Berge, Gebirge sind ja so das Hauptthema in diesem Artwork. Dann die letzten Tracks hier. Okay, die Credits zum Album. Und dann packen wir das Booklet wieder in die Hülle, in das Steckfach, ebenso wie diesen Flyer. Und schauen uns die beiden CDs an. Das ist hier Nummer 1, die sogenannte Candlelight CD. Und auf der anderen, die ist genau das Negativ zur ersten CD, also hier haben wir eben silberne CD mit weißem X, hier haben wir dann, hier haben wir dann die weiße CD mit dem silbernen X, Hellfire lesen wir hier, hier eben Candlelight, was es damit auf sich hat, das habe ich euch ja bereits erklärt, Rückseite hier in weiß gehalten. Gut, soviel zum Album auf CD, dann haben wir das Ganze hier noch auf Vinyl. In diesem Fall auf Doppelvinyl hier in diesem Gatefold, Cover ident. Ah, vergessen. Wir schauen uns natürlich auch noch die Seite an. So sieht das aus. Und die Rückseite darf natürlich auch nicht fehlen. So, auch hier die 15 Tracks der Candlelight-Version. Bedeutet die CD2 in diesem Fall mit den Songs, wie sie ursprünglich sind, die sind hier nicht mit drauf. Ja. Die hat man hier dann weggelassen, aber reicht natürlich auch vollkommen aus hier. Dann hier nochmal die Credits, Barcode und dann schauen wir ins Innenleben. Wieder dieses Bandfoto, Vinyl Nummer 1. Kommt hier in weißem Papier und passenderweise auch dann hier die Vinyl in wunderschönem Weiß. Die ersten 5 Tracks hier auf der A-Seite. Dann geht es auf der B-Seite weiter mit weiteren 5 Tracks. Auch hier wieder Berge, Artwork. So, das war's zur ersten. Dann schauen wir uns gleich die zweite Vinyl an. Beziehungsweise ist hier noch was drin. Wir schauen mal kurz. Nein, ist leer. So, Vinyl Nummer 2. Ist hier noch was drin? Nein. Jetzt bin ich gespannt, denn wir haben ja hier nur C-Seite beschrieben. Und nachdem wir hier eine C- und eine D-Seite haben, bin ich mal gespannt, was wir auf der D-Seite vorfinden. Wir schauen mal. Das ist die C-Seite mit den restlichen 5 Tracks und die D-Seite. Okay, also die hat man hier dann, ist schwer zu sehen. Kann man das lesen? Ja, also mehr oder weniger das Logo. Ich hoffe, ja, ist echt schwer zu sehen, hier weiß auf weiß. Hier nochmal das
Logo der Band. Also man hat die letzte Seite hier dann noch für Artwork genutzt, nachdem man hier ja wirklich nur drei Seiten beschrieben hat und die vierte somit dann noch frei war. Sehr gut. So, die Vinyl verstauen wir wieder in der Hülle einmal. Und zweimal. Und wir bleiben auch gleich mehr oder weniger beim Thema Vinyls. Denn sowas habe ich so in einer Box auch noch nie gehabt. Aber man hat hier tatsächlich eine Picture-Vinyl genommen und daraus eine Uhr gebastelt. Ja, Batterie wird uns auch noch geliefert. Die ist hier mit angeklebt, mit einem Klebestreifen. So, mache ich nochmal kurz zur Seite. Die ist hier auf jeden Fall gut gepolstert. Wo machen wir es am besten auf? Ja, hier einmal, zweimal. So, aber jetzt, hoppa, da hat der Zeiger etwas gelitten. Ja, werden wir dann wieder gerade biegen. Das ist die Picture Vinyl mit den Uhrenzeigern. Also wir haben hier den Minuten- und den Stundenzeiger. Dann lesen wir hier natürlich wieder Emil Bulls. Das ist nochmal hier, hier sieht man es besser, das Logo, das wir auf der letzten, auf der D-Seite drauf hatten, hier weiß auf weiß. Und hier dann wieder die Landschaft des Covers. Und auf der Rückseite auch gestaltet, also wirklich doppelseitig hier die Picture Vinyl. Und auf der Rückseite haben wir dann hier das Uhrwerk. Das funktioniert dann eben, wenn man hier diese Batterie mit reinpackt. Man hat hier eine Batterie von tatsächlich von IKEA beigelegt. Kann man hier hinten reinmachen und dann mit Hilfe dieses braunen Rädchens hier, jetzt mal kurz demonstrieren, wenn man das hier dann dreht, so, dann kann man hier die Uhr entsprechend einstellen. Oder wenn man es sich einfach machen will, kann man natürlich auch sagen, wir machen jetzt mehr oder weniger 12 Uhr und dann mit Hilfe dieser Batterie läuft die dann auch. Gut, und damit noch nicht genug, wir haben noch zwei weitere Inhalte. Und zwar haben wir einmal hier diese riesengroße Autogrammkarte. Also alle fünf Herrschaften hier haben sich verewigt mit silbernem Stift. Darüber lesen wir wieder den Bandnamen. Auf der Rückseite gibt es wieder die heftige Landschaft, Albumcover, Social Media bzw. Internetauftritte, Soulfood, FM Records und hier oben nochmal das Logo. Und als letzten Inhalt dieser Box haben wir dann noch dieses Zertifikat im Querformat. Hier lesen wir wieder den Bandnamen, alle fünf Herrschaften. Und wir lesen hier einmal, was sich in dieser Box befindet. Und dass es sich hier One of a Specially Limited Series Worldwide handelt. Also eine weltweit limitierte spezielle Serie. Wie gesagt, auf der Box haben wir es ja gelesen, auf dem Sticker, 500 Stück gibt es davon weltweit in Umlauf. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Zertifikat, das uns eben hier garantiert, dass es auch eine authentische, eine echte Box ist. Dann haben wir hier die Autogrammkarte mit allen Unterschriften, die Uhr im Picture-Vinyl-Design. Hier gibt es dann eben die Batterie dazu, um das Ganze am Laufen zu halten. Dann haben wir das Album auf Doppelvinyl, 15 Tracks auf ABC-Seite und D ist dann eben optisch. Und dann haben wir natürlich auch noch das Album, in diesem Fall das Doppelalbum hier, auf zwei CDs, 15 Tracks auf CD1 und 14 Tracks auf CD2, also Candlelight-Version und Hellfire-Version. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box XX bzw. 20 von Emil Bulls. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box?
Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Emil Bulls unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.